Hi Leute, hier ist der Minas und ich möchte ein bisschen mit euch über die Zukunft quatschen, wie es vielleicht in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten vielleicht im Gaming aussehen kann, könnte. Wie gesagt, das ist alles nur das, was ich spekuliere. Es ist einfach nur so, was ich denke, wie es vielleicht sein könnte. Das heißt aber nicht, dass es auf jeden Fall so sein wird. Ich mache mir nur ein bisschen so einen Gedanken darum, wie quasi die Konsolen sich entwickelt haben, wie die Computer sich entwickeln. Und man sieht halt jetzt schon wieder neue Tendenzen und auch vom Markt ausgehen auch verschiedene Konzepte oder auch Verkaufsideen auch wieder los. Natürlich rede ich ein bisschen über Xbox, also Microsoft, ich rede ein bisschen über Sony und ich rede natürlich auch über Nintendo, wobei ich zu Nintendo wahrscheinlich am meisten sagen werde, weil mit Xbox und Sony habe ich weniger zu tun. Einfach aus dem Faktor auch heraus, ich habe zwar eine Xbox 360, aber jetzt von der Next-Gen-Ära habe ich nur eine Wii U und ich habe keine PS4 und auch noch keine Xbox One. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist halt, wenn man sich das Marketing jetzt mal ansieht, die ganzen Verkaufszahlen von den Konsolen, die werde ich auch noch verlinken, die Statistiken. Aber man kann auch deutlich erkennen an den Verkaufszahlen, dass halt die Wii U extrem hinterherhängt, was in Deutschland nicht so ist. Also in Deutschland hinkt sie auch der PlayStation 4 hinterher. Aber der Xbox One ist sie in Deutschland überlegen. Also ich rede jetzt von Deutschland. Und was halt interessant ist, ist, dass Nintendo relativ viel mit ihren Handhelds, also mit dem 3DS, machen sie jetzt gerade auf jeden Fall wieder einen guten Schritt nach vorne und haben ja auch noch dieses Redesign, also den New 3DS entwickelt, der mit dem extra C-Stick, was heißt C-Stick, mit dem extra Analogstick noch versehen wurde, um halt 3D-Spiele besser mit der Kamera, dass man halt besser mit der Kamera steuern kann. Wobei ich das auch schon in mehreren Discuss schon gesagt habe und auch schon bei sämtlichen Reviews von dem 2DS schon gesagt habe, dass es schon ein bisschen blöd ist, dass Nintendo diesen 3D-Analog-Stick nicht direkt schon in den 3DS reingepackt hat. Jetzt haben sie es halt so ein bisschen nachgegeben. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so spät noch ist mit dem New 3DS und die Konsole, ich denke mal nicht, dass sie eine lange Lebensdauer haben wird. Sie hat halt einen stärkeren Prozessor und es kommen vielleicht ein paar Exklusivspiele dafür raus, aber für mich ist dieses Handheld echt sehr uninteressant, weil ich habe ein 3DS, ich spiele die Spiele auf dem 3DS und ich möchte jetzt nicht mehr nochmal für 180 Euro, ich weiß nicht, wie teuer es ist, aber ich denke mal so um die 180 Euro kann man für dieses Gerät wieder hinblättern. Und mir ist das so ein bisschen zu risikoreich, weil Nintendo hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ihre Handhelds öfters bearbeiten. Wenn man zum Beispiel den GBA sieht, früher hat der GBA ganz normal keine Hintergrundbeleuchtung, Kopfhörereingang und das Design war halt anders. Und dann kam der GBA SP und hat auch keinen Akku. Und der GBA SP hat dann halt den Akku eingeführt, hat dann halt diesen aufklappbaren Screen gehabt und auch Hintergrundbeleuchtung, was wieder ein Schritt nach vorne war. Das war halt schon wieder eine gute Erweiterung. Aber da sieht man halt, dass Nintendo immer Produkte auf den Markt wirft und nachher das Produkt noch verbessert. Und das ist ziemlich interessant. Das passiert irgendwie bei Handhelds die ganze Zeit. Bei Konsolen haben sie es bisher nicht getan, außer man würde das N64-Upgrade mit dem Jumper und Expansion Pack in Betracht ziehen, wo nochmal der Arbeitsspeicher aufgerüstet wurde. Dennoch, mit der Wii U sieht man halt dieses Problem. Sie stirbt halt so ein bisschen, Nintendo am langen Arm verhungert sie so ein bisschen, weil die nächsten Titel, wie zum Beispiel das Zelda, wird wahrscheinlich nochmal die Verkaufszahlen, denke ich mal, enorm nach oben treiben. Aber es ist irgendwie nicht genug, weil ich finde, auch ein Splatoon oder so ist für mich jetzt nicht so ein Exklusivtitel, wo ich sagen muss, boah, ich möchte jetzt unbedingt Splatoon spielen. Andere, also ihr könnt das auch natürlich anders sehen, aber ich sehe es halt so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich natürlich auf das neue Zelda von der Wii U und das war auch irgendwie der einzige Grund mit Smash Bros., warum ich mir eine Wii U gekauft habe. Okay, Mario Kart ist auch noch ganz witzig, aber ansonsten spiele ich mit der Wii U echt sehr selten, was schon ein bisschen traurig ist. Und wenn man das jetzt im Vergleich zieht mit dem Handheld, das ist was ganz anderes, weil Handhelds ist Nintendo echt konkurrenzlos, wobei man dann auch Sony sagen muss, wie die PS Vita war echt ein Griff ins Klo. Ich kenne wenig Leute, die eine besitzen. Ich habe auch wenig positives Feedback von der Vita und sie wird teilweise auch noch verramscht für an die 100 € Angebote bei Mediamarkt oder Saturn oder sonstigen Märkten. Und da muss man halt auch schon wieder sehen, warum Nintendo sich echt nicht beschränkt. Also ich sage jetzt nicht, sie sollen nie wieder eine Konsole rausbringen, aber von ihrem Standpunkt aus gesehen, es ist viel zu kostenspielig, jetzt die Wii U noch irgendwie nach oben zu pushen mit irgendwelchen Exklusivtiteln,
anstatt irgendwie einen neuen Handheld dran zu arbeiten. Ich denke mal, sie arbeiten an einem neuen Handheld. Ich weiß nicht, wie die Gerüchteküche das so sieht, aber ich muss echt sagen, Nintendo sollte echt mit dem nächsten Handheld sehr viel Power investieren. Und da habe ich auch irgendwie eine kleine Idee, weil ich fände es ziemlich geil, wenn es einen Handheld gäbe von Nintendo, der echt so ein bisschen mehr auf den Konsumenten eingeht und was relativ geil ist, weil das habe ich auch bemerkt mit der Wii U. Ich spiele so sehr oft Wii U, ohne den Fernseher dabei anzuhaben. Also ich spiele viele Spiele auf dem Gamepad und das ist auch irgendwie praktisch. Es fühlt sich halt an wie ein großer Handheld, also das Pad von der Wii U, dieser Game Controller. Und da frage ich mich echt so, okay, wie wäre es denn einfach mal, wenn Nintendo mit der Next Gen am Handheld, es wird wahrscheinlich auch, ich denke mal, auch sowas ähnliches sein wie der 3DS. Ich weiß nicht, ob noch 3D dann ein Trend sein wird, aber ich denke mal, dass er von der Leistung halt extrem gut sein wird, der nächste Handheld, und auch viele Spiele dann wahrscheinlich auch portiert werden. Wahrscheinlich viele GameCube-Spiele portiert werden, vielleicht sogar Wii-Spiele irgendwie portiert werden mit Steuerungsänderungen. Und da frage ich mich, warum macht das Nintendo dann nicht, dass sie einen Handheld rausbringen, den man auch am Fernseher anschließen kann? Das wäre ziemlich geil, finde ich. Also okay, Handheld heißt zwar, dass man ein mobil tragbares Gerät ist, was man halt umherträgt, aber ich fände es halt extrem interessant, ein Spielgerät zu haben, wo man sagen kann, okay, das hat eine ziemlich hohe Prozessorleistung und die ganzen Spiele sind HD und man könnte es dann vielleicht auch noch hochskaliert auf dem Fernseher spielen, indem man einfach ein HDMI-Kabel anplagt oder ein spezielles Kabel von Nintendo, weil Nintendo ist dann auch, obwohl mittlerweile mit der Wii U haben sie auch ein HDMI-Kabel reingelegt, aber vielleicht bauen sie einen extra Kabelanschluss an ihr Handheld an und das wäre natürlich was Geiles, weil dann hätte man ein Handheld, den man auch benutzen kann, um halt die Spiele an einem Fernseher zu spielen. Und wobei ich dann sagen muss, dann können sie sich so ein bisschen von der Wii U abnabeln und können sich halt mehr auf das Handheld konzentrieren. Und die könnten natürlich noch Portierungen von dem Handheld, also von dem neuen Nintendo Handheld, auf die Wii U könnten die noch Spiele portieren. Das heißt, die Leute, die eine Wii U haben, werden nicht vom Kopf gestoßen und die Leute, die sich halt das Handheld dann von Nintendo kaufen, bekommen eine ziemlich starke Hardware, die sie rumtragen können und auch noch ziemlich geile Exklusivtitel. Und das wäre auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wobei ich dann auch sagen muss, für Sony wäre es natürlich am besten, sowas wie Oculus Rift oder so versuchen sie ja irgendwie auch noch zu entwickeln, aber dann auch wegzugehen von dem Handheld-Markt, weil ich denke mal, den Kampf haben sie schon fast verloren, weil ich weiß nicht, wie viele Exklusivtitel auf Handhelds jetzt noch erscheinen werden für die PS Vita. Und ich muss auch sagen, dass fast jeder ein 3DS sich kauft und ein 3DS auch relativ erschwinglich ist. Und was noch ein weiterer Faktor ist, für die PS Vita gibt es echt sehr wenig Spiele, die interessant sind. Also es gibt vielleicht Dinge, die mich interessieren würden, wären vielleicht ein paar Tales-Spiele, obwohl die einem auch schon so langsam zum Hals raushängen. Und Soul Sacrifice, was so ein bisschen ein Monster Hunter nicht Abklatsch ist, aber ein Spiel, was sich ein bisschen an Monster Hunter anlehnt. Und da muss ich auch sagen, beim Thema Monster Hunter wären wir dann schon wieder bei Nintendo. Ein sehr starkes Franchise gebunden mit Capcom an Nintendo. Ich weiß nicht, welche Verträge sie haben, aber irgendwie hat Capcom einen Vertrag mit Nintendo, dass sie halt diese Spiele exklusiv für die Konsolen releasen. Und da rennt dann quasi auch ein bisschen die Zeit davon, weil irgendwann sagt Capcom auch, okay, das beste Beispiel, was ich mit Capcom habe, ist zum Beispiel Resident Evil Revelations 1. Es war exklusiv für den 3DS. Und die Verkaufszahlen waren relativ okay. Aber Capcom hat dieses Spiel halt entwickelt, hat ziemlich viel Arbeit reingesteckt und hat dann halt gesagt, okay, wir machen zwar einen ganz guten Gewinn damit, aber wir würden einen größeren Gewinn erzielen, wenn wir diese Version nochmal rausbringen würden für den Marktplatz. Natürlich ist es dann irgendwie auch ein bisschen Konsumentenverarschung, weil jeder denkt sich, oh geil, ich habe mir jetzt das Handheld geholt für Resident Evil Revelations, habe eine gute Grafik, habe ein Bombenspiel und dann irgendwie 1,5 Jahre später kommt es dann halt für die Konsolen raus und die ganzen Leute vom 3DS schreien auf und denken so, ja toll, scheiße, da haben wir doch überhaupt kein Exklusivtitel. Und das ist dann auch so ein bisschen die Gefahr hin, denn Resident Evil Revelations 2, der Nachfolger, perfiderweise, erscheint natürlich jetzt auf den Next-Gen-Konsolen oder auf der Last-Gen-Konsole, aber dann halt nicht für die Nintendo Wii U. Sofern ich das weiß. Es gibt keine Wii U-Fassung von dem Spiel. Und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen traurig, weil Capcom fängt dann halt eine Sache an bei Nintendo und beendet sie dann halt auf anderem Wege. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es geregelt ist, aber das könnte natürlich dann auch mit einem Franchise, was ein Systemseller ist, wie Monster Hunter auch passieren. Dass irgendwann diese Leute sagen von Capcom, nee, komm, wir koalieren jetzt lieber mit Sony, weil die einfach die Hardware haben und auch vielleicht dann einen besseren Vermarktungsplatz haben als Nintendo. Und dann springen sie dann halt ab, weil wenn man das neue Monster Hunter sieht für den 3DS, das ist jetzt gerade auch ein paar Wochen erst raus, ist ein super Spiel.
Und das wäre dann echt traurig, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Und ich denke mal, vielleicht kommt eine Portierung auf die Wii U raus. Das wäre natürlich ziemlich geil, weil das wäre dann wieder ein bisschen Futter für die Konsole. Und dann verstehe ich auch Nintendo nicht, warum sie nicht eher ein Augenmerk legen auf die Spiele, die sich echt gut verkaufen. Wobei ich auch jetzt nicht die ganze Zeit nur rumnörgeln möchte, weil Nintendo hat sich damals ja auch immer gegen DLCs ausgesprochen. Mit dem Fire Emblem Awakening sind dann DLCs rausgekommen und man hat jetzt sogar für Smash Bros. Charaktere als DLCs geplant, was ich cool finde. Und natürlich auch das Paradebeispiel für die DLCs ist natürlich Mario Kart. Weil bei Mario Kart 8 gab es jetzt schon ein Pack mit Link als Charakter und zwei anderen Charakteren und dann halt noch, ich glaube, 8 neue Strecken und das ist ziemlich cool. Und das finde ich auch so, das macht das Spiel dann auch wertiger, weil man muss ja nicht wieder warten auf ein neues Mario Kart, sondern sie patchen halt kostenpflichtig natürlich, aber die Preise sind natürlich auch fair. Kostenpflichtig patchen sie dann halt noch also Spielelemente oder neue Strecken mit ein. Und das macht das Spiel dann auch von Langzeitmotivation, macht das auch dann mehr Sinn, das Spiel wieder zu spielen. Und wenn man jetzt das quasi noch vergleicht, die ganzen Verkaufszahlen ist natürlich klar, die PlayStation 4 liegt relativ weit vorne, was auch so ein bisschen mit der ganzen Pressekonferenz-Sache zu tun hat vom letzten Jahr, weil Xbox ja halt mit totaler Überwachung, mit der Kinect-Anbindung und mit dem Kopierschutz von Spielen, was jetzt natürlich ausgeräumt wurde, ein ziemlicher Downer war für die ganze Community. Und ich werde auch die Entwicklung, sehe ich dann auch so, dass wenn jetzt die PlayStation 4 bald Futter bekommt mit Spielen wie ja, Bloodborne kommt jetzt noch relativ raus, was ein großer Punkt ist, weil es eine ziemlich große Fangemeinde schon besitzt, dank den Dark Souls-Fans. Und das wird natürlich interessant sein. Und da sieht man halt dann gerade den Clinch, den die Konsolen haben. Wobei ich dann auch bei Microsoft sagen muss, okay, ihr habt jetzt noch eine neue Konsole rausgeschmissen und Microsoft hat einfach unglaublich Kapazität. Also sie haben extrem viele Ressourcen vom Geld, weil die ganze Marketingaktion von der Xbox One ist nach hinten losgegangen. Das ganze Design von der Konsole ist so ein bisschen nach hinten losgegangen und die ganzen Fans sind relativ verärgert. Das Einzige, was da Microsoft halt noch macht, ist dann halt versuchen, sich Exklusivtitel zu kaufen, wie zum Beispiel das neue Tomb Raider, was jetzt noch erscheint. Das ist, glaube ich, soll jetzt exklusiv sein, in Anführungsstrichen, weil das ist auch wieder so eine Sache. Also ich würde nie wieder so groß auf Exklusivtitel geben, außer sie stammen echt aus dem eigenen Haus, außer es ist eine Microsoft-Produktion oder bei Nintendo eine Nintendo-Produktion. Und da sieht man dann halt auch wieder die Varianz von Spielen, wie sie rauskommen und wie schnell sich das auch ändern kann. Man hat ja mehrere Sachen, zum Beispiel Lords of Shadow, Mirror of Fate war auch nur ein Handheld-Spiel und das kam dann später auch nochmal raus für die Konsolen. Und so ist das dann halt, dass es sich so ein bisschen wechselt. Also je nachdem, ihr dürft nicht immer davon ausgehen, okay, jetzt ein Drittpublisher bringt ein Spiel raus und das wird dann 1:1 auf jeden Fall nur auf dieser Konsole erscheinen, weil es vorher versprochen ist. Es ist nicht so. Also man muss immer so ein bisschen beobachten, wie es gerade läuft und wie viel Geld die Firmen auch verdienen wollen. Weil natürlich, wenn ich ein Spiel Multiplatt mache, dann muss ich halt gucken, dass es überall läuft. Was ich so ein bisschen aus der Diskussion rauslasse, ist natürlich der ganze PC-Bereich. Da gibt es ja dann auch so Nvidia Shield oder Steam möchte, glaube ich, auch noch eine Steambox rausbringen. Oculus Rift ist natürlich auch ein großes Ding. Und da sehe ich dann halt so die Konkurrenten, die dann auch zu Microsoft so ein bisschen den Rang ablaufen. Weil ich denke mal, Leute, die dann PC-Spiele spielen, die brauchen keine Xbox One, die brauchen vielleicht auch keine PS4, außer sie wollen halt Exklusivtitel haben. Aber ich sehe jetzt das Pendant, also ich sehe jetzt nicht mich gezwungen, mir irgendwie eine Xbox One zu kaufen. Okay, das neue Tomb Raider wird wahrscheinlich ziemlich fett sein, aber das ist für mich jetzt kein System Seller. Es ist jetzt nicht ein Grund für mich, die Konsole zu kaufen. Andernfalls, Nintendo hat System Seller, weil Nintendo hat mehrere Produkte schon auf dem Markt und dafür kaufen sich die Leute eine Wii U. Irgendwelche Familien kaufen sich dann halt ein Mario Kart oder Mario Party, was jetzt neu rauskommt. Hardcore-Nintendo-Fans kaufen sich natürlich ein neues Mario-Spiel, ein neues Zelda-Spiel und vielleicht kommt auch noch ein neues F-Zero oder ein neues Star Fox raus und die Frage ist halt nur, wann es rauskommt. Also auf der nächsten E3, die jetzt im Juni oder Juli stattfindet, muss Nintendo auf jeden Fall mindestens, also ich sag's einfach nur, mindestens 3 Exklusivtitel oder 4 Exklusivtitel nennen. Außer das neue Zelda, sage ich mal, weil das ist ja schon bekannt. Aber Nintendo muss da auf jeden Fall was tun, damit die Community nicht verärgert ist, weil ich bin nicht wirklich mit der Wii U unzufrieden. Aber das Problem ist halt einfach, ja, was sie gerade tun, ist halt den Fokus sehr stark auf alte Spiele zu legen. Also es kommen GBA-Spiele voraus für die Virtual Console, es kommen Super Nintendo-Spiele raus und es kommen jetzt auch noch zum Beispiel auch das Remake von Majora's Mask. Okay, ist natürlich geil, dass es rausgekommen ist, aber es ist so ein bisschen auf Lorbeeren ausruhen. Es ist so ein bisschen auf sicher gehen. Sie sagen einfach so, okay, der Markt ist da, die Community ist da, aber Nintendo muss sich jetzt endlich mal was trauen. Also das neue Zelda sieht schon mal geil aus. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, aber sie müssen halt so ein bisschen Abstriche machen. Sie müssen sich vielleicht echt
Entweder sie konzentrieren sich halt mehr auf die Wii U, was natürlich für sie ein Verlustgeschäft ist, oder sie machen eine neue Ankündigung von einem neuen Handheld, was natürlich dann wieder beschissen wäre, weil die ganzen Leute, die sich ein New 3DS kaufen, die werden dann ziemlich verärgert, wenn dann halt im nächsten Jahr oder so noch ein neuer Handheld rauskommt. Aber wie gesagt, Nintendo hat immer Design-Sachen, die sie mal ändern in ihren Handhelds, und ich würde dann mal vorsichtig sein, wenn sie jetzt schon mal zwei Neuauflagen machen vom 3DS, einmal den 2DS und einmal den New 3DS, dann wäre ich so ein bisschen spitzfingerig und würde ein bisschen aufpassen, was sie in Zukunft dann halt bieten. Und das muss man auch sagen, das ist immer so ein blödes Wort, immer dieser Konsolenkrieg oder so, aber für mich gibt es jetzt in diesem ganzen Gewusel gibt es jetzt nicht so den klaren Gewinner. Aber den klaren Verlierer gibt es halt irgendwie schon, weil ich finde, mittlerweile ist echt Xbox auch am unsympathischsten für mich. Es tut mir halt echt leid, aber ich fühle mich da irgendwie nicht mehr zu verpflichtet, obwohl ich mit der 360 extrem zufrieden war. Also ich habe eine Xbox 360 und sie läuft top. Das mit dem Gold, mit dem Online-Bezahlen hat man ja mittlerweile fast überall. Und man muss dann halt auch sagen, dass die Sachen halt gewartet sind und man bekommt halt Spiele auch umsonst, was auch ziemlich geil ist. Und da hat Microsoft einen guten Dienst. Also sie wissen, wie es geht, aber irgendwie läuft es gerade nicht rund. Und ich denke mal auch nicht, dass es irgendwie jetzt in Zukunft, dass die Xbox One extrem durchstarten wird. Auch wenn es dann wieder vielleicht Probleme im PlayStation Store gibt oder Hackerangriffe oder sonst was. Ich rede jetzt einfach von der Hardware und von der Software, die die Konsolen dann halt bieten. Was man auch noch überlegen könnte, das wäre natürlich ziemlich lustig, wenn Xbox, es wäre natürlich auch eine sehr gute Marktstrategie von Xbox, wenn sie halt irgendwie einen Vertrag mit Steam hätten. Das wäre natürlich ziemlich geil, weil dann bräuchte Steam keine eigene Steambox mehr herzustellen. Ich weiß nicht, wie weit sie da in der Entwicklung sind, aber würden Steam als Anbieter für die Xbox irgendwie zu den Konditionen irgendwie was deichseln können mit den Spielen oder so, wäre es natürlich ziemlich krass, weil dann hätten sie halt einen riesengroßen Vorteil, dass man quasi auch Steam-Spiele oder seinen Steam-Account auf der Xbox nutzen kann, weil die Xbox One ist ja so eine Art wie ein kleiner Computer. Alle Konsolen sind mittlerweile ziemlich nah an einer Computerstruktur und da wäre es halt ziemlich interessant. Ich denke mal aber nicht, dass sich Steam darauf einlässt, weil sie brauchen Xbox eigentlich nicht. Sie brauchen Microsoft jetzt nicht großartig, weil sie haben einfach einen extrem großen Spielemarkt. Und da muss ich halt auch sagen, ich finde es immer schade, dass ich keinen jetzt Next-Gen-Computer habe, weil man würde echt mit Steam sehr viel sparen können. Und das Problem ist dann halt einfach nur, die Hardware, die ich mir jetzt kaufen müsste, um meinen Computer zu hochzurüsten, wäre so hoch, dass sich das für mich nicht lohnen würde und ich würde halt wieder eine Konsole kaufen für 400 € und hätte dann halt auch den Next-Gen-Spaß, obwohl die Spiele halt teurer sind. Da muss man halt auch mal gucken, wie man das abwiegen soll. Auf jeden Fall wollte ich halt nur so ein bisschen über die Zukunft reden. Ich denke nicht, dass Xbox ein Handheld, also dass Microsoft, ich rede, sage mal Xbox, aber ich denke mal nicht, dass Microsoft ein Handheld entwickeln wird in den nächsten Jahren. Es wäre natürlich ziemlich freakig, aber ich denke mal, dazu haben sie die Kapazität und die Ressourcen doch nicht, um sowas noch zu wagen. Sony, interessant. Sony würde ich es abraten, ein neues Handheld rauszubringen. Ich denke mal, aus Stolz und aus Tradition werden sie wahrscheinlich echt sowas wie eine neue PS Vita auf den Markt werfen und versuchen nochmal, diese an die PS4 vielleicht auch anzubinden als Controller oder Spiele dann irgendwie Crossover-Play zu machen. Aber ich denke mal, das wird auch dann eher nicht so gut laufen. Nintendo, wie gesagt, Wii noch irgendwie abfüttern die nächsten Jahre. Ich denke mal, da wird nichts großartig Bahnbrechendes mehr passieren, außer es kommen halt noch coole Indie-Spiele, sowas wie Shovel Knight noch raus. Das ist natürlich auch immer geil. Das Tablet ist halt bisher, also der Controller von der Wii U wurde bisher ganz gut ausgenutzt, aber man hat sich halt irgendwie mehr vorgestellt. Und da bin ich mal gespannt. Also ich denke mal, Nintendo wird sich halt eher darauf verlegen, das neue Handheld, also ein neues Handheld zu entwickeln und vielleicht auch dann Spiele dazu zu portieren. Jetzt gerade haben sie gerade so eine Pause, glaube ich. Also sie machen jetzt noch ein paar Franchises für die E3, bearbeiten sie dann halt noch das und das Augenmerk wird halt natürlich auf dem Zelda Wii U liegen. Was auch natürlich kommen muss dieses Jahr. Also ich wär ziemlich nicht sauer, aber ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn das Spiel dieses Jahr nicht rauskommen würde. Natürlich von der Qualität wäre es mir halt lieber, dass sie halt sehr viel Qualität an das Spiel ansetzen. Aber ich denke mal, sie haben extrem viel Zeit jetzt schon gehabt mit dem Titel, haben schon einiges gezeigt. Und das wird dann halt ein bisschen die Wii U über einen Zeitraum noch retten. Ich hoffe es halt. Man kann jetzt nicht sagen, die Prognose ist, wie das Spiel jetzt sein wird, aber ich bin ziemlich gespannt auf das Spiel und hoffe mal, dass es dann die Wii U-Zahlen noch hochbringt. Ja, PlayStation 4, denke ich mal, kommen noch einige coole Spiele voraus. Ich habe jetzt keine Liste oder so oder mir großartig Gedanken dazu gemacht, aber ich denke mal, die wird ziemlich gut laufen, die Konsole. Weil sie hat eigentlich alles, was ein Gamer sich dann halt auch noch wünscht. Du hast
gute Next-Gen-Spiele, wobei dann wieder bei der Wii U viele Next-Gen-Spiele runterfallen wegen der Leistung, was auch wieder schade ist. Und ich denke mal, die PS4 wird sich halt auch weiterhin gut verkaufen. Es kommt ja noch ein neues Final Fantasy für raus und das wird halt schon gut einschlagen. Mittlerweile, also ich hader so ein bisschen. Ich denke mir so, okay, eine PS4 zu haben wäre cool, aber ich warte echt, bis die ein bisschen preisgünstiger ist, weil momentan möchte ich nicht so viel Geld ausgeben, nur für ein Spiel, was mich interessiert. Also ich würde mal gerne Bloodborne spielen, aber so viel Interesse ist da auch nicht da, so viel Geld jetzt rauszupulvern, sondern eher mal ein bisschen warten und es dann vielleicht auch später zu genießen. Was ich noch sagen kann, die Wii U irgendwie aufzurüsten, irgendwie Kapazitäten ist, glaube ich, überhaupt nicht vorhanden. Also man kann diese Konsole, also entweder müssen Nintendo eine neue Konsole rausbringen, weil ich denke mal, die Wii U aufzurüsten, das würde nicht wirklich viel bringen. Die Frage ist auch, wie man es machen würde, weil noch ein USB-Device daran pluggen oder so oder eine New Wii U, das stelle ich mir schon ziemlich kritisch vor, jetzt nochmal 300, 400 € zu verlangen für eine neue Wii U. Also ich denke mal, Nintendo hat da schon ein bisschen resigniert und sagt, komm, wir packen da auf die Virtual Console, packen wir jetzt Wii-Spiele drauf. Das wird dann halt die Wii 2 sozusagen und es kommen halt noch ein paar coole Exklusivtitel raus, aber im Großen und Ganzen war es das. Also das war jetzt so meine Idee und ich habe jetzt auch schon fast 20 Minuten, ja schon über 20 Minuten gelabert. Das war so ein kleiner Einblick, was ich denke, wie die halt die Zukunft ist. Ich denke mal, Nintendo neuer Handheld, Wii U etwas weniger. PlayStation 4 würde ich sagen, die wird ge gewohnt weitermachen. Microsoft weiß ich nicht, die müssen sich was einfallen lassen, aber die Tendenz sinkt, glaube ich, auch relativ zu dieser Konsole. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was die E3 auch dann bald bietet. Hoffe, euch hat das Video irgendwie ein bisschen Denkanstoß gegeben. Ihr könnt auch mal eure Meinung gerne unter das Video posten. Wie gesagt, das soll kein Gehate sein, was ich zur Wii U sage. Es ist einfach nur schlicht und ergreifend das, was ich empfinde. Obwohl ich Nintendo cool finde und ich auch viele Sachen habe. Also denkt jetzt nicht, ich hätte jetzt einen Hass darauf oder so. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht von der Konsole, aber ich kann damit leben und auch damit umgehen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt so weit gefallen. Gebt ihm vielleicht einen Daumen nach oben. Schaut euch vielleicht noch auf dem Kanal an, weil da gibt es auch weiteres cooles Zeug. Und ja, bis dahin. Tschüss.